Eine ganz schwierige Gemengelage, die wir da haben. Wir wollen Sie versuchen, ein bisschen einzuordnen. Vor allem einen Aspekt mit Harald Martenstein, Kolumnist, jetzt bei uns im Studio. Wir grüßen Sie ganz herzlich. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Es gibt bei uns hier in Deutschland, ich weiß gar nicht, ob es das in anderen Sprachen auch gibt, das schöne Wort vom Putin-Versteher. Wie viele davon haben Sie eigentlich noch in Ihrem Bekanntenkreis, in Ihrer näheren Umgebung? Wissen Sie, ich habe das nicht bei jedem abgefragt. Ja, was? Aber man kriegt es ja mit. Ja, also in meinem näheren Bekanntenkreis gibt es, glaube ich, keine. Ich durfte aber kürzlich auch bei einer Fernsehsendung die Bekanntschaft eines waschechten Putin-Verstehers machen. Das war in Österreich. Der gehörte zur rechtspopulistischen Partei. Und da habe ich so ungefähr mitgekriegt, wie diese Leute ticken. Auf welche Argumente reagieren solche Menschen, die derart ticken? Sie argumentieren ganz stark und auf eine irre Weise so mit dem Faschismus-Argument. Also nach Ansicht Putins ist die Ukraine ja in die Hände faschistischer Banden gefallen und der ukrainische Präsident, bekanntlich jüdischer Herkunft, sei ein Neonazi. Das ist so absurd, dass man sich die Frage stellt, wie kann irgendjemand darauf hereinfallen? Aber die russischen Medien sind natürlich hochmanipulativ. Die hämmern das den Leuten dauernd ins Hirn. Und wenn man keine anderen Medien nutzt, dann glaubt man das vielleicht, obwohl es schwer vorstellbar ist. Haben Sie denn das Gefühl, dass gerade jetzt, wir sind Tag 8 des Angriffskriegs, ja, der durch die russische Armee, ja, geführt wird, dass diese Menschen noch für Argumente überhaupt zugänglich sind? Das ist eine schwer zu beantwortende Frage. Das ist von Person zu Person unterschiedlich. Es ist überhaupt wichtig, nicht zu pauschalisieren in diesen Fragen, finde ich. Es gibt Leute, die schwanken. Es gibt Leute, die vielleicht nicht wagen, ihre Meinung offen zu sagen, weil sie Nachteile für sich befürchten. Es gibt Leute, die für Argumente zugänglich sind und es gibt andere. Wir sollten wirklich aufpassen, hier jetzt, hier in Deutschland, diesen Konflikt nicht zu so einer Art pauschaler Ablehnung russischer Menschen werden zu lassen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ja. Es gibt solche Geschichten. Ja. In Baden-Württemberg hat ein Wirt verfügt, dass Russen keinen Zutritt zu seinem Restaurant mehr hätten. Im Saarland hat ein SPD-Bundestagsabgeordneter erklärt, sei ein Mann entlassen worden, weil die Firma keine Russen mehr beschäftigen will. Das sind natürlich, geht alles nicht. Das sind Einzelfälle, Gott sei Dank Einzelfälle, aber das darf einfach nicht passieren. Wir haben eben über die russischen Medien gesprochen, ja, über die Zensur, die dort natürlich stattfindet. Aber wie erklären Sie sich auch so in den aktiven politischen Reihen? Und damit spreche ich jetzt ganz explizit nicht Gerhard Schröder an, auf den wir vielleicht noch zu sprechen kommen können, sondern auch zum Beispiel das Zerwürfnis innerhalb der Linken. Gerade die beiden Parteiikonen Sarah Wagenknecht, Gregor Gysi, die haben sich ja in den letzten Tagen öffentlichkeitswirksam da auch angefeindet, weil eben diese Positionen nicht so ganz klar sind. Gerade auch von Sarah Wagenknecht und einigen anderen innerhalb der Partei. Wie ist das denn zu erklären? Na, es gibt natürlich eine historische Verbindung zwischen der Linken und Putin. Das ist mit der Geschichte der Sowjetunion zu erklären. Wobei, in Klammern gesagt, ich mich schwer damit tun würde, darüber zu urteilen, ob Putin linksradikal oder rechtsradikal ist. Er ist auf jeden Fall sehr, sehr radikal als politische Figur. Das sind historische Gründe. Ich glaube, das ist wieder so einer dieser Punkte, an denen sich die Diskursfähigkeit der Linken entscheidet. Also wenn sie sich jetzt auch noch auf die Seite von Putin stellt, dann ist es mit der 5%-Hürde aber, glaube ich, wirklich endgültig, ist ihr Schicksal besiegelt als politische Kraft in diesem Land. Denn das ist eine Position, mit der sie nicht durchkommen und auch niemals einen politischen Partner finden, glaube ich. Herr Martenstein, danke für die Worte hier bei uns. Ihnen einen schönen Tag noch. Danke. Ihnen auch. Danke.